Dr. Murkes gesammeltes Schweigen von Heinrich Böll. Hörspielfassung und Regie Hermann Naber. Guten Morgen, Dr. Murke. Morgen. Ich habe was für Ihre Sammlung. Ja? Nehmen Sie auch Wanderburn? Wie lang? Mindestens eine halbe Minute. Das glaube ich nicht, aber ich nehme es. Bleiben Sie nicht stecken! Jeden Morgen, wenn er das Funkhaus betreten hatte, unterzog sich Murke einer existenziellen Turnübung. Er sprang in den Paternosteraufzug, stieg aber nicht im zweiten Stockwerk, wo sein Büro lag, aus, sondern ließ sich höher tragen. Am dritten, am vierten, am fünften Stockwerk vorbei. Und jedes Mal befiel ihn die Angst, wenn die Plattform der Aufzugskabine sich über dem Flur des fünften Stockwerks hinweg erhob, die Kabine sich knirschend in den Leerraum schob, wo geölte Ketten mit Fett beschmierte Stangen, ächzendes Eisenwerk die Kabine aus der Aufwärts- in die Abwärtsbewegung schoben. Und Murke starrte voller Angst auf diese einzige unverputzte Stelle des Funkhauses. Er atmete auf, wenn die Kabine sich zurechtgerückt, die Schleuse passiert und sich wieder eingereiht hatte und langsam nach unten sank. Am fünften, am vierten, am dritten Stockwerk vorbei. Murke wusste, dass seine Angst unbegründet war. Selbstverständlich würde nie etwas passieren. Es konnte gar nichts passieren. Und wenn etwas passierte, würde er im schlimmsten Fall gerade oben sein, wenn der Aufzug zum Stillstand kam. Und würde eine Stunde, höchstens zwei, oben eingesperrt sein. Er hatte immer ein Buch in der Tasche. Immer Zigaretten mit. Doch seit das Funkhaus stand, hatte der Aufzug noch nicht einmal versagt. Es kamen Tage, an denen er nachgesehen wurde. Tage, an denen Murke auf diese 4,5 Sekunden Angst verzichten musste. Und er war in diesen Tagen gereizt und unzufrieden. Wie Leute, die kein Frühstück gehabt haben. Er brauchte diese Angst. Wie andere ihren Kaffee, ihren Haferbrei oder ihren Fruchtsaft brauchen. Wenn er dann im zweiten Stock, wo die Abteilung Kulturelles Wort untergebracht war, vom Aufzug sprang, war er heiter. Und gelassen, wie eben jemand heiter und gelassen ist, der seine Arbeit liebt und versteht. Er war jung, intelligent und liebenswürdig und selbst seine Arroganz, die manchmal kurz aufblitzte, selbst diese verzieh man ihm, weil man wusste, dass er Psychologie studiert und mit Auszeichnung promoviert hatte. Heute hatte Murke aus einem besonderen Grund auf sein Angstfrühstück verzichtet. Morgen. Ist der Paternoster stecken geblieben? Nee. Können wir anfangen? Klar. Ich habe das Band schon aufgelegt. Burmalotke über das Wesen der Kunst, Teil 1. Worum geht's denn? Hören wir mal rein. Wo immer, wie immer, warum immer wir das Gespräch über das Wesen der Kunst beginnen, müssen wir zuerst auf Gott blicken. Müssen uns in Ehrfurcht vor Gott beugen und müssen die Kunst dankbar als ein Geschenk Gottes annehmen. Die Kunst halt. Steht in unmittelbar. Jetzt bin ich aber gespannt. Überall, wo Burmalotke Gott sagt, schneiden wir das Wort Gott heraus und setzen Gelbbänder. Und wozu soll das gut sein? Die beiden Vorträge sind am Donnerstag als Wiederholung im Programm. Gestern hat mich der Intendant rufen lassen und mir Folgendes erklärt. Professor Burmalotke, ich nehme an, Sie sind mit seinem Werk einigermaßen vertraut, mein lieber Murke. Wenn ich ehrlich sein soll... Machen wir es kurz. Es geht um die vorgesehene Wiederholung der beiden Vorträge über das Wesen der Kunst. Professor Burmalotke hat, wie Sie sicher wissen, in der religiösen Begeisterung des Jahres 1945 konvertiert. Nun sind ihm über Nacht, wie er sagte, Bedenken gekommen, an der religiösen Überlagerung des Rundfunks mitschuldig zu sein. Deshalb hat er sich entschlossen, das Wort Gott, den er in seinen Vorträgen oft zitiert hat, durch die Formulierung »jenes höhere Wesen, das wir verehren« zu ersetzen.
Er hat darum gebeten, Gott aus den Vorträgen herauszuschneiden und jenes höhere Wesen, das wir verehren, hineinzukleben. Aber wäre es nicht einfacher? Ich weiß. Ich habe ihm das auch vorgeschlagen, aber er hat sich kategorisch geweigert, die Vorträge neu aufzunehmen. Er hat sich stattdessen bereit erklärt, am Mittwoch für eine Viertelstunde ins Studio zu kommen und jenes höhere Wesen, das wir verehren, so oft auf Band zu sprechen, wie Gott in den Vorträgen vorkommt. Oh, ich denke, mein lieber Murke, diese Aufgabe befindet sich bei Ihnen in den besten Händen. Burmalotke war mit dem Intendanten befreundet. Aber nicht diese Freundschaft war die Ursache für des Intendanten Entgegenkommen. Burmalotke widersprach man einfach nicht. Er hatte zahlreiche Bücher essayistisch, philosophisch, religiös, kulturgeschichtlichen Inhalts geschrieben. Er saß in der Redaktion von 3 Zeitschriften und 2 Zeitungen. Und er war Cheflektor des größten Verlages. Man konnte ebenso gut Selbstmord begehen, wie Burmalotke zu widersprechen. Und der Intendant ist viel zu vital, um an Selbstmord zu denken. Schade. Das hast du gesagt. Wir sind unter uns. Bist du sicher? Ich sehe nur uns beide. Na, dann wollen wir beide mal. Wo immer, wie immer, warum immer wir das Gespräch über das Wesen der Kunst beginnen, müssen wir zuerst auf Gott. Nummer 1. Was machen wir damit? Wegwerfen? Nein, aufheben. Willst du das auch sammeln? Man kann nie wissen. Es war für den Intendanten schwierig gewesen, jemanden zu finden, dem er diese Aufgabe zumuten konnte. Es fiel ihm zwar Murke ein, aber die Plötzlichkeit, mit der ihm Murke einfiel, machte ihn misstrauisch. Und so überlegte er 5 Minuten, dachte an Schwendling, an Humkoke, an Fräulein Broldin, kam aber doch wieder auf Murke. Der Intendant mochte Murke nicht. Er hatte ihn zwar sofort engagiert, so wie ein Zoodirektor, dessen Liebe eigentlich den Kaninchen und Rehen gehört, natürlich auch Raubtiere anschafft, weil in einen Zoo eben Raubtiere gehören, aber die Liebe des Intendanten gehörte eben doch den Kaninchen und Rehen. Und Murke war für ihn eine intellektuelle Bestie. Schließlich siegte seine Vitalität und er beauftragte Murke, Burmalotkes Vorträge zu schneiden. Dankbar als ein Geschenk. Wie oft kommt Gott denn eigentlich vor? 2 Dutzend Mal, mindestens. Oh Gott. Gestern Nacht habe ich von einer Treppe geträumt. Die war so hoch und steil wie der Eiffelturm. Und? Ich bin hinaufgestiegen. Aber bald habe ich gemerkt, dass die Treppenstufen mit Seife eingeschmiert waren. Und unten stand der Intendant und rief, los, Murke, los, zeigen Sie, was Sie können. Nummer 4. In die Schachtel damit. Heute Nacht habe ich wieder geträumt. Kein Wunder. Ich bin ahnungslos auf einem Rummelplatz, einer Rutschbahn gegangen und habe 30 Pfennig an einen Mann bezahlt, der mir bekannt vorkam. Als ich die Rutschbahn betreten hatte, sah ich plötzlich, dass sie mindestens 10 Kilometer lang war. Als mir klar wurde, dass es keinen Weg zurück gab, fiel mir ein, dass der Mann, dem ich die 30 Pfennig gegeben hatte, der Intendant gewesen war. Los, Murke, zeigen Sie, was Sie können. Ich finde das gar nicht komisch. Nummer 5. Gib mir mal eine neue Rolle Gelbband. Hier. Weißt du was? Wenn wir für Gott überall einsetzen, jenes höhere Wesen, das wir verehren, dann tauchen verschiedene Probleme auf. Eins ist die Kasualverschiebung. Was für ein Ding? Das höhere Wesen muss dekliniert werden. Fälle. Das, dessen, dem, das. Ah ja, verstehe. Und das braucht mehr Zeit als Gott. Amen. Die Kunst steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Glauben an Gott. In der folgenden Nacht hatte Murke nichts von Seife, nichts von Rutschbahnen, nichts vom Intendanten geträumt. Er betrat lächelnd das Funkhaus, stieg in den Paternoster, ließ sich bis in den 6. Stock tragen, 4,5 Sekunden Angst, das Knirschen der Ketten, die unverputzte Stelle. Dann ließ er sich bis zum 4. Stock hinuntertragen, stieg aus und ging
auf das Studio zu, wo er mit Burmalotke verabredet war. Es war 2:50, als er sich in den grünen Sessel setzte, dem Techniker eine Zigarette anbot und sich selber eine anzündete. Er atmete ruhig, nahm einen Zettel aus der Brusttasche und blickte auf die Uhr. Burmalotke war pünktlich, jedenfalls ging die Sage von seiner Pünktlichkeit, und als der Sekundenzeiger die 60. Minute der 10. Stunde füllte, der Minutenzeiger auf die 12 und der Stundenzeiger auf die 10 rutschten, öffnete sich die Tür und Burmalotke trat ein. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Professor. Alles vorbereitet? Selbstverständlich. Na dann los. Meine Zeit ist kostbar. Ich gehe schon mal rüber. Ja. Herr Professor, in den beiden Vorträgen kommt Gott genau 27 Mal vor. Ich muss Sie also bitten, 27 Mal das zu sprechen, was wir einkleben sollen. Wir wären Ihnen dankbar, wenn wir Sie bitten dürften, es 35 Mal zu sprechen, da wir eine gewisse Reserve beim Kleben werden brauchen können. Ja, genehmigt. Eine Schwierigkeit allerdings ist folgende. Bei dem Wort Gott, so ist es jedenfalls in Ihrem Vortrag, wird abgesehen vom Genitiv der kasuale Bezug nicht deutlich. Bei jenem höheren Wesen, das wir verehren, muss er aber deutlich gemacht werden. Wir haben insgesamt nötig 10 Nominative und 5 Akkusative, 15 Mal also jenes höhere Wesen, das wir verehren, dann 7 Genitive, also jenes höheren Wesens, das wir verehren, 5 Dative, jenem höheren Wesen, das wir verehren, bleibt noch ein Vokativ, die Stelle, wo Sie »O Gott« sagen. Ich erlaube mir, Ihnen vorzuschlagen, dass wir es beim Vokativ belassen und Sie sprechen »O du höheres Wesen, das wir verehren«. Gut, gut. Die Kasualverschiebung habe ich selbstverständlich auch schon bedacht. Dann gibt es noch ein kleines Problem, Herr Professor. Ja. Insgesamt werden für die 27 neu gesprochenen Sätze 80 Sekunden benötigt, während 27 mal Gott nur 20 Sekunden Sprechzeit erforderte. Wir müssen also zugunsten Ihrer Veränderung aus jedem Vortrag eine halbe Minute kürzen. Aber geschnitten haben Sie schon, ja? Ja, hier, bitte. Ich rauche nicht. In dieser Zigarettenschachtel haben wir 27 mal Gott gesammelt, von Ihnen gesprochen. Wollen Sie sie haben? Nein, danke. Ich werde mit dem Intendanten wegen der beiden halben Minuten sprechen. Welche Sendungen folgen auf meine Vorträge? Morgen folgt die Routinesendung Internes aus KUV, eine Sendung, die Dr. Grehm redigiert. Lokales, verflucht. Grehm wird da nicht mit sich reden lassen. Und übermorgen folgt Ihrem Vortrag die Sendung Wir schwingen das Tanzbein. Huckli, Jemel. Noch nie hat die Abteilung Unterhaltung an die Kultur auch nur eine Fünftelminute abgetreten. Nein, noch nie. Jedenfalls noch nie, solange ich in diesem Haus arbeite. Schön, in 10 Minuten wird's ja wohl vorüber sein. Ich werde dann mit dem Intendanten wegen der Minute sprechen. Ja, fangen wir an. Könnten Sie mir Ihren Zettel hier lassen? Aber gern. Ich habe die Zahlen genau im Kopf. Sitze ich hier? Ja, ja, bitte. Ich gehe jetzt in die Regie. Das Ansprechen können wir uns sicher sparen, Herr Professor. Am besten fangen wir gleich an. Ich darf Sie bitten, mit den Nominativen zu beginnen. Jenes höhere Wesen, das wir verehren. Das, wie bitte? Sie können beginnen. Jenes höhere Wesen, das wir verehren. 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 5. Jenes höhere Wesen, das wir verehren. 6. Halte mal das Band an. Warum? Es ist so schön in Fahrt. Ja, eben. Jenes höhere Wesen, das wir verehren. Es tut mir leid, dass ich Sie unterbrechen muss. Ja, habe ich denn... Nein, es liegt nicht an Ihnen. Eine technische Panne. Ich muss Sie leider bitten, noch einmal von vorn anzufangen. Das Band läuft wieder. Jenes höhere Wesen, das wir verehren. Jenes höhere Wesen, das wir... Murke war zu jung, hatte sich zu gebildet gefühlt, um das Wort Hass zu mögen. Hier aber, hinter der Glasscheibe, während Burmalotke seine Nominative, Genitive und Dative sprach, wusste er plötzlich, was Hass ist. Er hasste diesen großen, dicken und schönen Menschen, dessen Bücher in 2.350.000 Exemplaren in Bibliotheken, Bücherschränken und Buchhandlungen herumlagen. Und er dachte nicht eine Sekunde daran, diesen Hass zu unterdrücken. Wesens, das wir verehren.
Verzeihung. Verzeihung, dass ich Sie erneut unterbrechen muss. Die Nominative waren ausgezeichnet. Auch der erste Genitiv. Aber bitte vom zweiten Genitiv an. Noch einmal. Ein wenig weicher, ein wenig gelassener. Ich spiele Sie mal rein. Nein, vielleicht wenn ich näher am Mikrofon... Lass ein Stück zurücklaufen. Es genügt. Jetzt spiel's rein. Um Gottes Willen, übertreiben. Nun mach schon. Jenes höheren Wesens, das wir verehren. Jenes höheren Wesens, das wir verehren. Jenes höheren Wesens. Ja, ja, Wesens, das reicht, das reicht. Das reicht. Jenes höheren Wesens. Bitte, wie viel Genitive sagten Sie? 7. Oder sagen wir 8, zur Sicherheit. 7. Und Dative? 5. Ich bin bereit. Das Band läuft wieder. Bitte, Herr Professor. Jenes höheren Wesens, das wir verehren. Jenes höheren Wesens, das wir verehren. Jenes höheren Wesens, das wir verehren. Jenem höheren Wesen, das wir verehren. Jenem höheren Wesen, das wir verehren. Herr Professor, Sie haben den Vokativ vergessen. O du höheres Wesen, das wir verehren. Basta! Verzeihen Sie, Herr Professor, aber in dieser Weise gesprochen ist der Satz unbrauchbar. Wie bitte? Ich kann es natürlich so in den Vortrag hineinkleben, aber ich erlaube mir, Sie darauf aufmerksam zu machen, Herr Professor, dass es nicht gut wirken wird. O du höheres Wesen, das wir verehren. Danke, das war's. Oh, Herr Professor, bin ich zu früh? Es war kein Rotlicht an. Hab ich Aber keineswegs, gnädige Frau. Nein, nein, ich räume das Feld. Nimm meine Lippen, so wie sie sind, und sie sind schön. Und sie sind schön. Könnt ihr mich hören? Halt doch bitte für 20 Sekunden die Fresse, ich bin noch nicht so weit. Schwules Kamel. In der Regie unterhält sich Guglielme, der Redakteur der Unterhaltungsabteilung, mit Murke und dem Techniker. Ich kann dies bescheuerte Lied nicht mehr hören. Sie müssen Ihre Sendung sowieso kürzen. Nie im Leben. Und jetzt packen Sie Ihre Kunst zusammen, damit wir endlich anfangen können, Geld zu verdienen. Und vergessen Sie Ihre Zigaretten nicht. Wollen Sie eine? Was ist das denn? 27 Mal Gott von Burma Lotke. Oh Gott. Heb's gut auf, ja? Ich komme also um 11 und dann kleben wir das höhere Wesen rein. Müssen wir das nachher auch noch abhören? Nein, nicht für 1 Million höre ich das nochmal ab. Murke steckte eine Zigarette in den Mund, ließ sie unangezündet und ging durch den rückwärtigen Flur auf den zweiten Paternoster zu, der an der Südseite lag und zur Kantine hinunterführte. Die Teppiche, die Flure, die Möbel und Bilder, alles reizte ihn. Es waren schöne Teppiche, schöne Flure, schöne Möbel und geschmackvolle Bilder, aber er hatte plötzlich den Wunsch, das kitschige Herz-Jesu-Bildchen, das seine Mutter ihm geschickt hatte, irgendwo an der Wand zu sehen. Er blieb stehen, blickte um sich, lauschte, zog das Bildchen aus der Tasche und klemmte es zwischen Tapete und Türfüllung an die Tür des Dramaturgen der Hörspielabteilung. Das Bildchen war bunt, grell, und unter der Abbildung des Herzens Jesu war zu lesen: Ich betete für dich in St. Jakobi. Murke ging weiter, stieg in den Paternoster und ließ sich nach unten tragen. Auf dieser Seite des Funkhauses waren die Schröerschnauz-Aschenbecher, die beim Preisausschreiben um den besten Aschenbecher den ersten Preis bekommen hatten, schon angebracht. Sie hingen neben den erleuchteten roten Zahlen, die das Stockwerk angaben, eine rote 4, ein Schröerschnauz-Aschenbecher, eine rote 3, ein Schröerschnauz-Aschenbecher, eine rote 2, ein Schröerschnauz-Aschenbecher. Es waren schöne, aus Kupfer getriebene, muschelförmige Aschenbecher, deren Stütze irgendein aus Kupfer getriebenes, originelles Meeresgewächs war, knotige,
Algen. Und jeder Aschenbecher hatte 258 Mark und 77 Pfennig gekostet. Sie waren so schön, dass Mrücke noch nie den Mut gehabt hatte, sie mit seiner Zigarettenasche oder gar mit etwas so Unästhetischem wie mit einer Kippe zu verunreinigen. Allen anderen Rauchern schien es ähnlich zu gehen. Leere Zigarettenschachteln, Kippen und Asche lagen immer unter den schönen Aschenbechern auf dem Boden. Niemand schien den Mut zu finden, diese Aschenbecher wirklich als solche zu benutzen. Kupfern waren sie, blank und immer leer. Mrücke sah schon den fünften Aschenbecher neben der rot erleuchteten Null auf sich zukommen. Die Luft wurde wärmer, es roch nach Speisen. Mrücke sprang ab und taumelte in die Kantine. In der Ecke saßen drei freie Mitarbeiter an einem Tisch. Eierbecher, Brotteller und Kaffeekannen standen um sie herum. Die drei Männer hatten zusammen eine Hörfolge »Die Lunge, Organ des Menschen« verfasst, hatten zusammen ihr Honorar abgeholt, zusammen gefrühstückt, tranken jetzt Schnaps miteinander und knobelten um den Steuerbeleg. Mrücke kannte einen von ihnen gut, Wendrich. Aber Wendrich rief gerade heftig »Kunst!« »Kunst«, rief er noch einmal, »Kunst«, und Mrücke zuckte erschreckt zusammen wie der Frosch, an dem Galvani die Elektrizität entdeckte. Mrücke hatte das Wort »Kunst« an den beiden letzten Tagen zu oft gehört, aus Burmalotkes Mund. Es kam genau 134 Mal in den beiden Vorträgen vor. Er hatte die Vorträge dreimal, also das Wort »Kunst« 420 Mal gehört, zu oft, um Lust auf eine Unterhaltung darüber zu verspüren. Er drückte sich an der Theke vorbei, in eine Laube in der entgegengesetzten Ecke der Kantine und atmete erleichtert auf, als die Laube frei war. Apfelsaft, wie immer? Ja, Apfelsaft, bitte. Aber Kunst ist doch gar Kunst. Es ist, als ob man ausgepeitscht würde. Was ist? Nichts. Der Apfelsaft. Danke. Haben Sie Streichhölzer, Wilfriede, Ulla? Wulla, sonst gibt's kein Feuer. Finden Sie Wulla schöner? Nee, praktischer. Danke. Sie sollten Ihren Urlaub nehmen und das rauchen lassen, Herr Doktor. Wenn Sie mich fragen... Ich frag Sie aber nicht. Sie sollten mal mit einem einfachen, netten Mädchen ins Kino gehen. Das werde ich heute Abend tun. Ich verspreche es Ihnen. Es braucht nicht gleich eins von den Flittchen zu sein. Einfaches, nettes, ruhiges Mädchen mit Herz. Die gibt's immer noch. Ich weiß, es gibt sie. Und ich kenne sogar eins. Na also. Wulla, drei Bier und drei Schnaps. Die armen Jungs. Die Kunst macht sie noch ganz verrückt. Wulla hatte ein Herz für die freien Mitarbeiter und war immer darauf aus, sie zur Sparsamkeit anzuhalten. Haben Sie mal Geld, dann hauen Sie es gleich auf den Kopf. Mrücke trank von dem Apfelsaft, drückte die Zigarette im Aschenbecher aus und dachte voller Angst an die Stunden zwischen 11 und 1, in denen er Burmalotkes Sprüche an die richtigen Stellen in seinen Vorträgen hineinkleben musste. Um 2 wollte der Intendant die Bänder in sein Büro überspielt haben. Mrücke dachte an Schmierseife, an Treppen, steile Treppen und Rutschbahnen. Er dachte an die Vitalität des Intendanten, dachte an Burmalotke und erschrak, als er Schwendling in die Kantine kommen sah. Okay, na nun, du? Ich denke, du schneidest den Käse vom Burmalotke zurecht. Um 11 geht es weiter. Hula, ein Bier, einen halben Liter. Ja. Du hättest dafür einen extra Urlaub verdient. Das muss ja grässlich sein. Wula, wo bleiben denn die Schnäpse? Wir verdursten. Ja. Weißt du das Neueste von Mucklitz? Er verdurstet. Quatsch. Er verfeatured die Tiger. Und was macht Finn? Der verfeatured die Tundra. Du willst mich auf den Arm nehmen? Frag ihn doch. Und Weckucht? Weckucht macht ein Feature über mich. Und später mache ich eins über ihn. Nach dem Wahlspruch, verfeaturest du mich, verfeature ich dich. Ihr Bierschwindel. Durst ist schöner als Heimweh. Prost. Herr Dr. Mrücke wird in Studio 13 erwartet. Herr Dr. Mrücke wird in Studio 13 erwartet. Wieso? Es ist erst 10:30. Herr Dr. Mrücke wird in Studio 13 erwartet. Der Lautsprecher hing über der Theke des Kantinenraums, gleich unterhalb des Spruchs, den der Intendant hatte an die Wand malen lassen. Disziplin ist alles. Es nützt nichts, Mrücke. Nein, es nützt nichts. Mrücke stand auf, legte das Geld für den Apfelsaft auf den Tisch,
drückte sich am Tisch der freien Mitarbeiter vorbei, stieg draußen in den Paternoster und ließ sich an den 5 Schröer-Schnauz-Aschenbechern vorbei wieder nach oben tragen. Er sah sein Herz-Jesu-Bildchen noch in der Türfüllung des Dramaturgen der Hörspielabteilung stecken. Gott sei Dank, jetzt ist wenigstens ein kitschiges Bild im Funkhaus. Im Regieraum von Studio 13 saß der Techniker allein und ruhig vor 4 Pappkartons. Was ist denn los? Die Unterhaltung war früher fertig und ich dachte, es läge dir vielleicht daran, die Zeit zu nutzen. Oh, daran liegt mir sogar sehr viel. Ich habe um 1 eine Verabredung. Das könnten wir schaffen. Also, fangen wir an. Was ist in den Pappkartons? Ich habe für jeden Kasus einen Karton. Die Akkusative im 1., im 2. die Genitive, im 3. die Dative. Und in dem da, auf dem feine Schokolade steht, befinden sich die beiden Vokative. Rechts der Gute, links der Schlechte. Großartig. Wenn du die Reihenfolge notiert hast, in der sie reingeklebt werden müssen, sind wir in einer Stunde fertig. In den 1. Schnitt müssen wir einen Akkusativ einkleben. Wo immer, wie immer, warum immer wir das Gespräch über das Wesen der Kunst beginnen, müssen wir zuerst auf blicken. Na, gib mir mal einen Akkusativ. Hier. Müssen wir zuerst auf jenes höhere Wesen, das wir verehren, blicken? Müssen uns in Ehrfurcht verbeugen und müssen. Dativ. Gib her. Der Intendant las gewissenhaft jeden Hörerbrief. Der, den er gerade las, war von Jadwiga Herrchen. Lieber Rundfunk, gewiss hast du keine treuere Hörerin als mich. Ich bin eine alte Frau, ein Mütterchen von 77 Jahren und ich höre dich seit 30 Jahren täglich. Ich bin nie sparsam mit meinem Lob gewesen. Vielleicht entsinnst du dich meines Briefes über die Sendung »Die 7 Seelen der Kuhkawaida«. Es war eine großartige Sendung. Aber nun muss ich böse mit dir werden. Die Vernachlässigung, die die Hundeseele im Rundfunk erfährt, wird allmählich empörend. Das nennst du dann Humanismus. Hitler hatte bestimmt seine Nachteile. Wenn man alles glauben kann, was man so hört, war er ein garstiger Mensch. Aber eins hatte er. Er hatte ein Herz für Hunde. Und tat etwas für sie. Wann kommt der Hund endlich im deutschen Rundfunk wieder zu seinem Recht? So wie du es in der Sendung »Wie Katz und Hund« versucht hast, geht es jedenfalls nicht. Es war eine Beleidigung für jede Hundeseele. Wenn mein kleiner Lohengrin reden könnte, der würde dir's sagen. Und gebellt hat er, der Liebe, während deine missglückte Sendung ablief. Gebellt hat er, dass einems Herz aufgehen konnte vor Scham. Ich zahle meine Rundfunkgebühren wie jeder andere Hörer und mache von meinem Recht Gebrauch und stelle die Frage, wann kommt die Hundeseele endlich im deutschen Rundfunk wieder zu ihrem Recht? Freundlich, obwohl ich so böse mit dir bin, deine Jadwiga Herrchen, ohne Beruf. PS. Sollte keiner von den zynischen Gesellen, die du dir zur Mitarbeit aussuchst, fähig sein, die Hundeseele in entsprechender Weise zu würdigen, so bedien dich meiner bescheidenen Versuche, die ich dir beilege. Aufs Honorar würde ich verzichten. Du kannst es gleich dem Tierschutzverein überweisen. Beiliegend 35 Manuskripte, deine Jadwiga Herrchen. Der Intendant stöhnte. Dann stopfte er sich eine Pfeife, zündete sie an und leckte sich über die vitalen Lippen. Verbinden Sie mich mal mit Herrn Krochi. Krochi hatte ein winziges Stübchen mit einem winzigen, aber geschmackvollen Schreibtisch oben in der Abteilung Kulturelles Wort und verwaltete ein Ressort, das so schmal war wie sein Schreibtisch. Das Tier in der Kultur. Ja? Hier Krochi. Sie wollten mich sprechen? Krochi, wann haben wir zuletzt was über Hunde gebracht? Über Hunde?
glaube, noch nie. Noch nie? Ja, jedenfalls, solange ich hier bin, noch nicht. Und wie lange sind Sie schon hier? 10 Jahre. Es ist eine Schweinerei, dass Sie noch nie etwas über Hunde gemacht haben. Schließlich fällt das in Ihr Ressort. Wie hieß der Titel Ihrer letzten Sendung? Meine letzte Sendung hieß... Sie brauchen den Satz nicht zu wiederholen. Wir sind hier nicht beim Militär. Eulen im Gemäuer. Wie bitte? Meine letzte Sendung... Eulen im Gemäuer. Innerhalb der nächsten 3 Wochen möchte ich eine Sendung über die Hundeseele hören. Jawohl, Herr Intendant. Ja, bitte. Einen schönen guten Morgen, mein Lieber. Das wär's, Krochi. Guten Morgen, Verehrtester. Was kann ich für Sie tun? Schenken Sie mir eine Minute. Oh, Burma Lotke braucht mich nicht um eine Minute zu bitten. Stunden, Tage stehen zu Ihrer Verfügung. Es handelt sich nicht um eine gewöhnliche Zeitminute, sondern um eine Sendeminute. Mein Vortrag ist durch die Änderungen um eine Minute länger geworden. Hoffentlich ist es nicht eine politische Minute. Nein, eine halbe Lokale und eine halbe Unterhaltungsminute. Gott sei Dank. Ich habe bei der Unterhaltung noch 79 Sekunden und bei den Lokalen noch 83 Sekunden gut. Eine Minute gehört Ihnen. Sie beschämen mich. Hm. Was kann ich sonst noch für Sie tun? Ich wäre Ihnen dankbar, wenn wir gelegentlich daran gehen könnten, alle Bänder zu korrigieren, die ich seit 1945 besprochen habe. Ja. Eines Tages... Ja? Eines Tages werde ich sterben. Aber, mein Lieber... Doch, doch. Und es ist mir unerträglich, daran zu denken, dass nach meinem Tode möglicherweise Bänder gesendet werden, auf denen ich Dinge sage, von denen ich nicht mehr überzeugt bin. Besonders zu politischen Äußerungen habe ich mich im Eifer des 45er Jahres hinreißen lassen. Zu Äußerungen, die mich heute mit starken Bedenken erfüllen und die ich nur auf das Konto jener Jugendlichkeit setzen kann, die von jeher meine Arbeit ausgezeichnet hat. Die Korrekturen meines geschriebenen Werkes laufen bereits an und möchte ich Sie bitten, mir bald die Gelegenheit zu geben, auch mein gesprochenes Werk zu korrigieren. Wenn Ihnen so viel daran liegt... Pedanterie wird ja nur von unsauberen Geistern als des Genies unwürdig bezeichnet. Wir beide wissen aber, die wahren, die großen Genies waren Pedanten. Himmelsheim ließ einmal eine ganze bereits ausgedruckte Auflage seines Seelon auf eigene Kosten neu binden, weil 3 oder 4 Sätze dieses Werkes ihm nicht mehr entsprechend erschienen. Tatsächlich? Der Gedanke, dass Vorträge von mir gesendet werden könnten, von denen ich nicht mehr überzeugt war, als ich das Zeitliche segnete, dieser Gedanke ist mir unerträglich. Welche Lösung würden Sie vorschlagen? Es müsste erst einmal eine genaue Aufstellung. Ja, eine genaue Aufstellung aller von Ihnen gesprochenen Sendungen gemacht werden. Sicher. Und dann, ja, dann müsste im Archiv nachgesehen werden, ob diese Bänder noch alle dort sind. Ich hoffe, dass man keins der Bänder gelöscht hat, ohne mich zu verständigen. Man hat mich nicht verständigt, also hat man kein Band gelöscht. Ich werde alles veranlassen. Ich bitte darum. Und jetzt, ich muss mich verabschieden. Die Arbeit ruft. Guten Morgen. Guten Morgen, mein Lieber. Schauen Sie bald mal wieder rein. Geben Sie mir auch umgucke. Auf der Stirn des Intendanten zeigten sich kleine, sehr helle Schweißtröpfchen. Burma Lotke hatte seit 1945 jeden Monat mindestens 1 Stunde Sendezeit gehabt. Ja? Hier, Humkoke. Mein lieber Humkoke, ich hatte gerade eine Unterredung mit Professor Burma Lotke. Ich brauche eine genaue Aufstellung seiner sämtlichen Sendungen. Alles, was im Archiv ist, Humkoke. Ich hoffe doch, dass nichts gelöscht wurde. Das müsste sich feststellen lassen. Tun Sie das. Ist Murke mit dem Schneiden fertig? Er ist noch im Studio. Sein Termin geht bis 1. Ich erwarte Ihren Bericht. Die freien Mitarbeiter in der Kantine hatten sich entschlossen, ein Mittagessen zu bestellen. Sie hatten noch mehr Schnaps getrunken, sprachen immer noch über Kunst,
Ihr Gespräch war ruhiger, aber nicht weniger leidenschaftlich. Sie sprangen alle erschrocken auf, als plötzlich Wanderburn in die Kantine trat. Wanderburn war ein großer, melancholisch aussehender Dichter. Mit dunklem Haar, einem sympathischen Gesicht, das ein wenig vom Stigma des Ruhmes gekerbt war. Er war an diesem Tag unrasiert und sah deshalb noch sympathischer aus. Kinder, gebt mir etwas zu trinken. Hier, bitte. In diesem Hause habe ich immer das Gefühl zu verdursten. Sie gaben ihm zu trinken, einen Schnaps, der noch da stand, und den Rest aus der Sprudelflasche. Ich warne Sie vor dem Funk, vor diesem Scheißkasten. Vor diesem geleckten, geschniegelten, aalglatten Scheißkasten. Sollen wir noch einen Schnaps? Ich warne Sie. Der Funk macht uns alle kaputt. Oder denken Sie etwa, die Leute hier seien Ihre Freunde? Sie schneiden uns, zehren unsere Substanz auf, kleben uns. Und wir alle werden es nicht aushalten. Seine Warnung war aufrichtig und beeindruckte die drei jungen Männer sehr. Aber die drei jungen Männer wussten nicht, dass Wanderborn gerade von der Kasse kam, wo er sich viel Geld als Honorar für eine Bearbeitung des Buches Hiob abgeholt hatte. Er trank den Sprudel aus, setzte das Glas auf den Tisch und schritt mit melancholisch wehendem Mantel zur Tür. Punkt 12 war Murke mit dem Kleben fertig. Sie waren gerade dabei, den letzten Dativ einzusetzen. Kunst hat religiösen Ursprung, steht zu jenem höheren Wesen, das wir verehren, in Beziehung. Das war's. Noch nicht ganz. Es fehlt noch der Vokativ. Welchen nehmen wir? Natürlich den schlechten. O du höheres Wesen, das wir verehren. Basta. Aber ohne Basta. Ja. So empfindliches und kostspieliges Gewissen möchte ich auch mal haben. Disziplin ist alles. Und was machen wir jetzt mit Burmalotkes Göttern da in der Zigarettenschachtel? Leg sie ins Regal. Wozu? Vielleicht brauchen wir sie noch. Glaubst du, er bekommt wieder Gewissensqualen? Bei dem ist alles möglich. Bis später. Murke ging zum vorderen Paternoster, ließ sich zum zweiten Stock hinuntertragen und betrat erstmals an diesem Tag sein Büro. Die Sekretärin war zum Essen gegangen. Murkes Chef, Humkoke, saß am Telefon und las in einem Buch. Murke, Sie leben ja noch. Wie man's nimmt. Gehört dieses Buch Ihnen? Das Buch hatte einen grün-grau-orangefarbenen Schutzumschlag, hieß Batleys Lyrikkanal und handelte von einem jungen englischen Dichter, der vor 100 Jahren einen Katalog des Londoner Slangs angelegt hatte. Es ist ein großartiges Buch, aber Sie lernen es nie. Was um Gottes Willen? Man lässt großartige Bücher nicht auf dem Tisch rumliegen, wenn Wanderborn erwartet wird. Und Wanderborn wird immer erwartet. War er etwa hier? Bis vor 10 Minuten. Er hat das Buch natürlich sofort erspäht, aufgeschlagen und ein paar Minuten drin gelesen. Was ist die Folge? Ich ahne Schreckliches. Die Folge ist, wir bekommen 2 einstündige Sendungen von Wanderborn über Batleys Lyrikkanal. Und Sie haben das nicht verhindern können? Bin ich der zuständige Redakteur? Oh Gott. Dieser Bursche wird uns eines Tages noch seine eigene Großmutter als Feature servieren. Oder als Hörfolge. Und wissen Sie, was das Schlimme dran ist? Nein. Das Schlimme dran ist, dass eine seiner Großmütter auch meine war. Bitte, Murke, merken Sie sich. Nie großartige Bücher auf dem Tisch liegen lassen, wenn Wanderborn erwartet wird. Und Wanderborn... Wird immer erwartet. Und nur verschwinden Sie. Sie haben es verdient, nehme ich an. Haben Sie das Zeug nochmal abgehört? Es ist fertig. Aber abhören kann ich das nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich kann es einfach nicht, ist eine sehr kindliche Redewendung. Wenn ich das Wort Kunst heute noch einmal hören muss, werde ich hysterisch. Die sind es schon. Und ich billige Ihnen sogar zu, dass Sie Grund haben, es zu sein. 3 Stunden Burmalotke, das schmeißt den stärksten Mann um. Und Sie sind nicht mal ein starker Mann. Hier, Ihr Buch. Danke. Als ich in Ihrem Alter war, hatte ich einmal eine 4-stündige Hitlerrede, um 3 Minuten zu kürzen. Ich musste mir die Rede 3-mal anhören, ehe ich würdig war, vorzuschlagen, welche 3 Minuten herausgeschnitten werden sollten. Als ich anfing, das Band zum ersten Mal zu hören, war ich noch ein Nazi. Aber als ich die Rede zum 3. Mal durch hatte, war ich kein Nazi mehr. Es war eine harte, eine schreckliche, aber sehr wirksame Kur. Sie vergessen, dass ich von Burmalotke schon geheilt war, bevor ich seine Bänder hören musste. Sie sind schon eine Bestie. Und jetzt ab mit Ihnen.
Der Intendant hört es sich um zwei nochmal an. Sie müssen nur erreichbar sein, falls etwas passiert. Von 2 bis 3 bin ich zu Hause. Ah, noch etwas. Das hier ist vom Hörspiel abgegeben worden. Ein Stückchen Band. Ich habe reingehört. Es ist nichts drauf. Absolut nichts. Bis auf einen leichten Seufzer am Anfang. Der könnte von Wanderborn sein. Es ist Wanderborn. Nehmen Sie mir es nicht übel, aber ich wüsste gern, was Sie damit vorhaben. Ich sammle eine bestimmte Art von Resten. Welche Art von Resten? Schweigen. Ich sammle Schweigen. Schweigen? Wenn ich Bänder zu schneiden habe, wo die Sprecher manchmal eine Pause gemacht haben, auch Seufzer, Atemzüge, absolutes Schweigen, das werfe ich nicht in den Abfallkorb, sondern das sammle ich. Burmalotkes Bänder übrigens kamen nicht eine Sekunde Schweigen her. Natürlich, der wird doch nicht schweigen. Wissen Sie übrigens, wie viele Stunden Burmalotke wir im Archiv haben? Nein. Der Intendant hat danach gefragt. Ach. 120 Stunden. Deswegen sammle ich Schweigen. Was machen Sie mit den Schnippeln? Ich klebe sie aneinander und spiele mir das Band vor, wenn ich abends zu Hause bin. Es ist noch nicht viel. Ich habe erst ein paar Minuten. Aber es wird ja auch nicht viel geschwiegen. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass es verboten ist, Bänder und Teile von Bändern mit nach Hause zu nehmen. Auch Schweigen? Bestie. Als der Intendant wenige Minuten nach 2 in sein Büro kam und den Lautsprecher einschaltete, war Burmalotkes Vortrag gerade angelaufen. Wie immer, warum immer wir das Gespräch über das Wesen der Kunst beginnen, müssen wir zuerst auf jenes höhere Wesen, das wir verehren, blicken. Müssen uns in Ehrfurcht vor jenem höheren Wesen, das wir verehren, beugen und müssen die Kunst dankbar als ein Geschenk jenes höheren Wesens, das wir verehren, annehmen. Die Kunst steht in unmittelbar. Der Intendant schaltete den Lautsprecher ab und studierte den Zettel, auf dem Humkoke das Ergebnis seiner Recherche mitteilte. Nein. Ich kann wirklich keinem Menschen zumuten, 120 Stunden Burmalotka abzuhören. Nein. Es gibt Dinge, die man einfach nicht machen kann, die ich nicht einmal Murke gönne. Murke lag zu Hause auf seiner Couch und rauchte. Neben ihm auf dem Stuhl stand eine Tasse Tee und Murke blickte gegen die weiße Decke des Zimmers. An seinem Schreibtisch saß ein bildschönes, blondes Mädchen, das starr zum Fenster hinaus auf die Straße blickte. Zwischen Murke und dem Mädchen, auf dem Rauchtisch, stand ein Bandgerät, das auf Aufnahme gestellt war. Kein Wort wurde gesprochen, kein Laut fiel. Man hätte das Mädchen für ein Fotomodell halten können, so schön und so stumm war es. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Es ist unmenschlich, was du von mir verlangst. Es gibt Männer, die unsittliche Sachen von einem Mädchen verlangen, aber ich meine fast, was du von mir verlangst, ist noch unsittlicher als die Sachen, die andere Männer von einem Mädchen verlangen. Das muss ich alles wieder rausschneiden. Sei doch vernünftig, Rina. Sei lieb und beschweige mir wenigstens noch 5 Minuten Band. Beschweigen? Das ist auch so eine Erfindung von dir. Ein Band besprechen würde ich mal gerne, aber beschweigen... Marina, wenn du wüsstest, wie kostbar mir dein Schweigen ist. Abends, wenn ich müde bin, wenn ich hier sitzen muss, höre ich mir dein Schweigen an. Bitte, sei nett. Beschweige mir wenigstens noch 3 Minuten. Du weißt doch, was Schneiden für mich bedeutet. Meinetwegen. Aber gib mir wenigstens eine Zigarette. Danke. Das ist großartig. Dann habe ich dein Schweigen im Original und auf Band. Murke? Humkoke.
Also, Murke, die Vorträge sind glatt durchgelaufen. Der Intendant hat nichts zu beanstanden gehabt. Er hat sie sich angehört? Offenbar. Sie können ins Kino gehen. Und denken Sie an den Schnee. An welchen Schnee? Es ist Sommer. Draußen scheint die Sonne. Mein Gott, Murke, Sie wissen doch, dass wir unverzüglich anfangen müssen, an das Winterprogramm zu denken. Ich brauche Schneegedichte, Schneelieder, Schneegeschichten. Schneegeschichten? Ja. Stellen Sie sich mal vor, es gibt einen harten, langen Winter. Mit viel Kälte und viel Schnee. Wo nehmen wir dann unsere Schneesendungen her? Lassen Sie sich irgendwas Schneeiges einfallen. Komm, wir können ins Kino gehen. Darf ich jetzt widersprechen? Ja, sprich. Um diese Zeit hatte der Dramaturg der Hörspielabteilung das Kurzhörspiel, das am Nachmittag laufen sollte, noch einmal abgehört. Er fand es gut. Nur der Schluss hatte ihn nicht befriedigt. Er nahm das durchgekaute Streichholz aus dem Mund und steckte sich ein frisches zwischen die Zähne. Ich finde es gut. Ja. Nur der Schluss hat mich nicht also befriedigt. Können wir den nochmal hören? Von wo an? Die Stelle mit den Fragen des Atheisten in der großen leeren Kirche. Ihr müsst es sein. Wer denkt noch an mich, wenn ich der Würmer Raub geworden bin? Wer wartet auf mich, wenn ich wieder zu Staub geworden bin? Wer denkt noch an mich, wenn ich wieder zu Laub geworden bin? Halten Sie mal an. 12 solcher Fragen ruft der Atheist in die Kirche hinein. Und was steht hier hinter jeder Frage? Ein Fragezeichen. Schweigen. 12-mal Schweigen. Ein bisschen viel Schweigen. Finden Sie nicht? Ungewöhnlich. Ja, und das finde ich auch. Und der Autor pflichtet mir bei. Er hat mich ermächtigt, es zu ändern. Seiner Meinung nach sollte einfach eine Stimme jedes Mal sagen, Gott. Aber es müsste eine Stimme ohne die Akustik der Kirche sein. Sie müsste sozusagen aus einem neutralen Raum sprechen. Aber wo kriege ich jetzt eine solche Stimme her? Ich habe eine Stimme, die in einem neutralen Raum Gott sagt. Der Dramaturg schluckte vor Überraschung das Streichholz hinunter, würgte ein wenig und hatte es wieder vorn im Mund. Nein. Es ist ganz harmlos. Wir haben es aus einem Vortrag herausschneiden müssen. 27 Mal. So oft brauche ich es gar nicht, nur 12-mal. Es ist natürlich einfach, das Schweigen rauszuschneiden und Gott reinzukleben, wenn Sie es verantworten können. Sie sind ein Engel und ich kann es verantworten. Los, fangen wir an. Der Techniker lächelte, denn er freute sich auf die Schnippelschweigen, die er Murke würde schenken können. Es war viel Schweigen, im Ganzen fast eine Minute. So viel Schweigen hatte er Murke noch nie schenken können. Und er mochte den jungen Mann. Wollen wir mal hören? Wer denkt noch an mich, wenn ich der Würmer Raub geworden bin? Gut. Fabelhaft. Zigarette? Gern. Was haben Sie denn da? Das habe ich an meiner Tür gefunden. Ist nicht komisch, was für kitschige Sachen man im Funkhaus finden kann? Ja, komisch. Das Herz Jesu in Farbe. Sehen Sie mal, was da drunter steht. Ich betete für dich in Sankt Jakobi. Komisch. Hauptsache, es hilft. Wer wartet auf mich, wenn ich wieder zu Staub geworden bin? Sie hörten Dr. Murkes gesammelte Schweigen von Heinrich Böll. Hörspielfassung Hermann Naber. Dr. Murke Henning Fenske. Techniker Hilmar Tate. Intendant
Jürgen Thormann, Professor Burma-Lottke, Hans-Helmut Dicko, Wulla, Christel Körner, Krochi, Ludwig Thiesen, Humkoke, Peter Lieg, Rina, Nina Danzeisen, Jadwiga Herrchen, Edda Seipel, Dramaturg, Wolfgang Forster, Erzähler, Axel Korti. Ferner wirkten mit Gerd Andresen, Patrick Blank, Andreas M. Ebert, Claudia Knupfer, Klaus Krauleidis, Walter Laubwitz, Arturo Möller, Heinz Schimmelfennig, Iris Werlin und Bert Wesselmann. Ton Udo Schuster, Schnitt Christiane Köhler, Regieassistent Patrick Blank, Musik Rolf-Hans Müller, Regie Hermann Naber. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit dem Saarländischen Rundfunk aus dem Jahre 1986.